Hallo und herzlich willkommen zum Oberbank Treasury Market Flash. Eine verhältnismäßig ruhige Handelswoche liegt hinter uns, dessen größter Aufreger der Rücktritt von Liz Truss als Premierministerin von Großbritannien war. Möglicher Nachfolgekandidat wäre Rishi Sunak, der ehemalige Finanzminister, der Anfang September im Rennen um die Johnson-Nachfolge gegen Truss noch unterlegen war, genießt mittlerweile eine breitere Unterstützung innerhalb der Fraktion. Ex-Premierminister Johnson verzichtet überraschend auf eine erneute Kandidatur. Wirtschaftlich spannender wird es allerdings in dieser Woche, denn am Donnerstag steht die nächste EZB-Ratssitzung an. Da die Inflation im Euroraum auch im September auf ein Rekordniveau von 9,9% geklettert ist, geht der Markt davon aus, dass die EZB alle drei Schlüsselzinssätze um 75 Basispunkte anheben wird. Damit würde der Einlagezinssatz dann bei 1,5% liegen. Man würde ein klares Signal hinsichtlich der Inflationsbekämpfung senden. Es gibt aber auch kritische Stimmen, speziell aus den südlichen Mitgliedstaaten, die natürlich bedingt durch den Ukraine-Konflikt und der Energiekrise vor allzu großen Zinsschritten warnen, aus Angst in eine Rezession abzugleiten. Im Fokus steht auch die EZB-Bilanz, die durch die breiten Anleihekäufe in der Vergangenheit auf mittlerweile 9 Billionen Euro aufgebläht ist. Es wird allgemein erwartet, dass die EZB bereits Anfang 2023 mit dem Abbau beginnen könnte. Wir können uns auf jeden Fall auf eine ereignisreiche und wahrscheinlich auch volatilen Wochenausklang einstellen. Bis dahin wird der Markt erfahrungsgemäß eher zurückhaltend agieren. Auf jeden Fall wünsche ich noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ihr Pascal Günzkofer.